Krabben und Möwen sind eigentlich des Sylters häufigste Nachbarn. Doch auf der Insel trifft man auch ganz untypische Syltbewohner, Lamas. Eva Andersen-Derr hat es sich zur Aufgabe gemacht, die sympathischen Neuweltkameliden auf der Nordseeinsel heimisch zu machen. Die Bedingungen für Evas Lamazucht sind hier optimal. An Platz mangelt es auf der Insel schon mal nicht. Und auf den deftig grünen Weiden kann sich ihre Herde täglich auf 3 Hektar satt fressen. 14 Tiere leben hier in Archsum, im Osten der Insel. Seit mittlerweile 8 Jahren verwundert Eva mit ihrer ungewöhnlichen Zucht Syltbesucher und Einheimische. Die neugierigen Tiere sorgen bei allen für Begeisterung und sind inzwischen zu einer sympathischen Institution der Insel geworden. Kein Wunder, werden sie doch auch mit viel Liebe und Sorgfalt von ihrer Besitzerin gehegt und gepflegt. Der erste Kontakt zu Lamas kam bei Eva sehr spontan zustande. Inzwischen sind die Tiere aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Vor circa 8 Jahren habe ich in einer Tierzeitschrift einen langen Bericht über Neuweltkameliden gelesen. Das fand ich sehr interessant und habe mich bei einem Züchter über die Lamas informiert. Und ganz kurze Zeit hatte ich dann schon prompt meine beiden ersten Tiere hier auf der Insel stehen. Mittlerweile sind es 14 Tiere. Insgesamt habe ich jetzt dieses Jahr 4 Fohlen hier auf der Insel und setze sie für Spaziergänge ein, die ich für Touristen anbiete, und für die tiergestützte Therapie, wo die Lebenshilfe 2-mal wöchentlich herkommt und dieses Angebot nutzt. Lamas sind sehr genügsame Tiere und das Leben bei Eva bedeutet für diese Herde viel Ruhe, Wind und Futter. Ursprünglich hatten es die Lamas nicht immer so einfach. In ihrer Heimat dienten sie ausschließlich als vielseitige Nutztiere. Lamas gehören den südamerikanischen Kleinkameliden an. Sie und die kleineren Alpakas sind die seit ca. 7000 Jahren domestizierten Arten. Ihre wild lebenden Vorfahren und Vettern, die Guanacos und die Vicuñas, sind ebenso wie sie in den Höhen der Anden heimisch. Im Königreich der Inkas spielten Lamas eine wichtige Rolle als Handelsgut. Ebenso waren sie ein wichtiges Symbol bei den religiösen Zeremonien der Inka-Stämme. Alpakas und Guanacos wurden hauptsächlich zur Woll- und Fleischproduktion gehalten. Die feine, weiche Wolle der Vicuñas kleidete früher die Inka-Könige. Und nur diese. Jeder andere Träger dieser Wolle bezahlte bei Entdeckung mit seinem Leben dafür. Allem voran diente das Lama als Lasttier. Erst mit der spanischen Conquista wurde das Lama durch das Pferd ersetzt. Heute leben die kleinen Kamelinen wieder hauptsächlich in den Andenländern Peru, Bolivien, Ecuador, Chile und Argentinien und erfüllen ihren ursprünglichen Nutzen. Eva trainiert ihre Tiere von Beginn an darauf, ihre Ursprünglichkeit beizubehalten. Das Anschnallen eines Sattels zum Beispiel will gewöhnt und geübt werden. Meine Tiere haben eine Grundausbildung. Ich bilde sie so weit aus, dass sie sich überall anfassen lassen, dass sie sich auch von anderen aufhalftern lassen, dass sie an der Straße gehen etc. und dass sie sich auch aufsatteln lassen. Und damit kann man bei Spaziergängen, Wanderungen prima seinen Proviant dranhängen, verstauen, wie auch immer. So, und das hier ist jetzt ein Lamasattel. Für den Cheop allerdings in kleiner Form, für einen Alpaka, weil er halt ein Mini-Lama ist und ein richtiger Lamasattel wäre zu groß für ihn. Ich habe einen Stall gepachtet und halt 3 Hektar Weide noch dazu gepachtet. Dort halte ich die Tiere. Bei gutem Wetter bringe ich sie tagsüber raus, ansonsten sind sie im Stall. Hier auf der Insel ist leider nicht die Möglichkeit eines offenen Stalls gegeben. In Deutschland haben die Lamas überhaupt keine Probleme mit dem Klima, sofern man denen halt ganzjährig einen Unterschlupf bietet, wo sie auch trocken liegen können, sich vor Regen schützen können und sie im Sommer halt, wenn es sehr warm ist, schert und denen halt immer Zugang zu Schatten gewährt. Das mit dem Scheren ist sehr wichtig, weil sie sonst wirklich Hitzekollaps kriegen können. Zur Abkühlung geht es mit Cheop und 2 Lama-Kollegen auf einen windigen Spaziergang. In diesem Genuss kommt man auch als zahlender Tourist. Erwachsene zahlen
zahlen 6 Euro, für Kinder kostet der besondere Spaß nur 3 Euro. Evas Lamaherde ist jedoch auch in anderer Hinsicht eine ganz besondere. Neben den Spaziergängen hat ihre Besitzerin 3 der Lamas für die tiergestützte Therapie ausbilden lassen. Auch das Lebenswerk nutzt das ungewöhnliche Therapieangebot. Fiete und Gerda sind heute mit ihrer Betreuerin Silke zu Gast. Wir kommen von der Lebenshilfe und die Bewohner der Lebenshilfe machen eine Lama-Therapie. Das heißt, sie gehen mit uns, den Betreuern, zu den Lamas und lernen die Lamas kennen, den Kontakt zu den Lamas, um halt selbstständiger Selbstvertrauen zu bekommen und die Angst vor den Tieren zu verlieren. Und dann hier rüber? Durch. Hier einfach durch. Ja. Tiergestützte Therapie kommt heutzutage für viele in Betracht. Ob bei Schlaganfällen, Lähmungen jeglicher Art oder auch bei Verhaltensstörungen. Der regelmäßige Kontakt zu Tieren hilft, Vertrauen aufzubauen und Nähe zuzulassen. Gerda und Fiete kommen regelmäßig zu Evas Therapielamas und genießen sichtlich die Abwechslung mit den Tieren. Fiete scheut sich nicht, uns zu erzählen, warum er gerne herkommt. Weil mir das hier gefällt mit den Tieren. Genau. Und bringt auch die Spaß mit den Tieren zusammenzuarbeiten. Das bringt richtig Spaß. Du lernst die Tiere kennen. Ja. Die Tiere lernen dich kennen. Jo. Ja. Wollen wir zu laufen? Ja. Gut. Dann sag mir, ob das da lang ist jetzt. Die Betreuer sind, ebenso wie Eva selber, keine ausgebildeten Therapeuten. Und doch bedeutet es für alle Beteiligten viel, an der Therapie teilzuhaben. Sind doch die Lamas hier die wahren Therapeuten. Wir haben eine Fortbildung gemacht über diese tiergestützte Therapie und macht mir sehr viel Spaß. Ein sehr lebendiger Lamahaufen, wie Eva zu berichten weiß. Sind irrsinnig neugierige und wirklich auch intelligente Tiere. Mit denen kann man sehr viel machen und es macht einfach irrsinnig viel Spaß, sich abends hinzusetzen und die Herde zu beobachten. Für uns Menschen können sie mal etwas stur und eigenwillig rüberkommen, wobei ich das irgendwie auch wieder liebenswürdig finde. In einer Neuweltkamelidenherde gibt es eine Rangordnung, wo sich jedes Tier dran zu halten hat. Die älteren Tiere sind den Fohlen gegenüber immer sehr nett. Aber sobald die dann so ins Pflegealter kommen, werden sie dann auch immer von den Tanten und von den Onkels erzogen. Die tägliche Pflege ist halt einfach vor allen Dingen die Kontrolle, ob es den Tieren gut geht. Dann die regelmäßige Pflege der Wolle, der Faser. Ich bürste meine Tiere. Lamas kann man bürsten, bei Alpakas ist das nicht so. Dann kommt es halt darauf an, ob stark bewollte Tiere sind oder leicht bewollte. Die stark bewollten Tiere brauchen halt mehr Pflege. Auch die Pediküre darf bei den schwielen Sohlern nicht vernachlässigt werden. Zudem muss stets überprüft werden, ob irgendwelche Wehwehchen vorliegen.
Sie können Parasiten bekommen, Magen-Darm-Würmer. Dann klassische Krankheit hier bei uns ist durch falsche Fütterung, Verfettung, Magenübersäuerung etc. Also man muss wirklich sehr, sehr auf die Fütterung achten. Also keine heimlichen Kuchenstücke für die Lamas. Aber was hatte es eigentlich nun mit den spuckenden Lamas auf sich? So eine Kiefersperre zeigen sie, wenn sie gerade mit einem anderen Lama Streit gehabt haben und sich angespuckt haben. Das ist immer sehr prägnant. Man geht dann auf die Weide, sieht da irgendeinen mit dem hängenden Kiefer. Das ist nichts Schlimmes. Man muss den Tierarzt nicht rufen, dass es in 10 Minuten, eine Viertelstunde ist das wieder weg. Man weiß halt nur, dass da irgendwo Stress war. Ja. Kurze Fresspause für Cheop. Dafür geht's zum Highlight des Tages. Ein entspanntes Sonnenbad am Sylter Strand. Da sollte dann auch der letzte Ärger verflogen sein.